Und herzlich willkommen zurück zu Stonehearth. Ja, da unser North Lighthaven leider wieder im Bauproblem stuck ist, werden wir uns heute nochmal einen neuen Speedrun angucken. Und zwar in dem Fall Raya's Children. Weil ich glaube, dass wir in der Wüste mit den einfachen Gebäuden ein bisschen besser klarkommen als mit den, ja, sagen wir, etwas nordischeren Gebäuden. So, einen guten Futzmelon wäre schön. Fünf, sechs, ja, das sieht doch sehr stark aus. Was hätte ich denn gerne hier? Ich brauche auf jeden Fall einen Farmer, ein Schwert und Herbalist Stuff. Ja. Wegen dem... Oh. Bisschen Wasser wäre schön. Schwierig. Ich glaube, ich würde das hier nehmen. Ja. Bisschen Wasser. Kleine Oase. Das machen wir. Die Hauptmenü-Musik ist so laut, man kann es nicht leicht erstellen. Das ist ein bisschen... Naja, aber ich glaube, es geht noch. Hallo und willkommen in der Wüste. Juhu. Ich denke, wir bauen uns als erstes hier so ins Eck. Ich glaube, es ist ganz gut. Schwupp. Jawohl. Aber die Musik ist schon wieder so laut. Was ist da los? Aha, schon besser. Okay, hier sind wir nun. Stockpile wäre eine Idee, ja. Hier so. Bitteschön. Wunderbar. Hihi. Sehr gut. Als erstes dann natürlich wieder ein paar ja, Jobs zuweisen. Ich glaube, du bekommst den Footsman. Kazem! Du hast einen sehr hohen Mind und dir würde ich gerne... Wobei... Ist noch jemand mit hohem Mind? Nee, ich nehme dich. Du wirst unser Potter, der wichtigste Mensch hier in dieser kleinen Stadt. Dann wirst du... Farmer. Und wir brauchen noch einen Herbalisten. Okay, ein Herbalist, das wirst du. Und Ali hopp. Wunderbar. So. Jetzt wollen wir erstmal das Typische machen. Erstmal hier Platz und zack. Steinchen. Büsche. Baumstein. Brauchen wir ein bisschen Holz. Oh, das sind Früchte, oder? Ne, das ist, glaube ich, nur ein großer Kaktus. Okay. Wir bauen nochmal ab. Mal gucken, was passiert. So, ah, das sind die Beerenbüsche, also die Kaktusfruchtenbüsche. Sehr gut, haben wir ja richtig gut platziert. Ein bisschen Holz zum Bauen brauchen wir auf jeden Fall. Und natürlich Felder aufsetzen. Ich glaube, die Felder setze ich mal hier so an den Rand hier. Dann können wir den, ja, der war mit gefällt. Felder. Irgendwie. Ah, was ist das? Mal sieht doch gut aus. Nehmen wir mal ein Carrot-Feld. Und ein Golden Grout. Und auch ein Kornfeld. Korn. Kazam. So, was haben wir jetzt hier alles? Und wir müssen Workshops bauen, natürlich. Workshops. In Herbalisten sein Workshop. Haben wir Holz? Wir haben 10 Holz. Das ist gut. Dann brauchen wir den Potter, seinen Pott. Was zuerst? Einmal Clay fehlt hier. Was? Was ist hier los? Ja, danke schön. Starter, Futter. Was ist das? Oh, was ist das denn? Okay. Teapot. Ist ja cool. Okay, wie machen wir das am cleversten? Wo gehen wir rein? Ich glaube, hier ist überall... ja, das habe ich fast gedacht. Das ist aber nicht schlimm. Das heißt, wir können hier mal wirklich
den Berg abknabbern. Bis hier. Das sollte ordentlich Zeugs geben, denke ich mal. Ja, sehr gut. So. Wunderbar. Wunderbar. Dann brauchen wir den Potter. Potter, Potter, Potter. Haben wir... Give me the clay. Jawohl. Und du auch. Super, super, super. So, einmal das Ding hinstellen. Das Ding hinstellen und das auch. Sehr schön. So, dann kann der Potter mal anfangen, Betten zu machen. Betten werden, glaube ich, ganz wichtig. Machen wir direkt mal 8 Stück. Zack. So, sehr schön, ja. Clay Pile, ach, wie cool. Sehr schön, ja. Ja, ja, ja. Wunderbar, Potter Level 1 direkt. Läuft bei uns. Da können wir den Potter direkt mal 2 Vasen verpassen hier. Du bist Herbalist und kannst erstmal noch gar nichts. Flowers, wo kriege ich denn hier Flowers her? Wo kriege ich denn hier Flowers her? Was habe ich denn da gekriegt eigentlich von den Pflanzen? Was bist du? Kaktusholz, okay. Was ist das? Fiber. Okay, keine Blümchen, aber Fiber. Sind das Blümchen? Healing Herbs, okay. Probieren es mal. Okay, okay. Hier oben ist Silkweed. Aha, aha. Okidoki. Hier wird gechillt. Wir können schon mal die Betten hinsetzen, provisorischerweise. Für den Anfang, damit unsere Haarlänge auch gut ausgeruht sind. Ja. Okay, cool. Okidoki, oh, schade. Okay, ich glaube, ich würde hier hochgehen wollen. Das Übliche. Wenn wir mal eine Treppe schlagen. Und zwar 1, 2, 3, 4. Kommt hier dran? Jawohl. Da und da und da. Wunderbar. So, mach mal hier halblang bitte kurz. Trader. Der verkauft Essen. Das ist gut. Können wir irgendwas verkaufen? Wir können den Teepot verkaufen. Oh ja, für richtig viel sogar. Krass. Dann die Fibers. Ah, Blümchen. Wir haben Blümchen. Kaktusflower. Sehr schön. Ich glaube, die würde ich erstmal verkaufen wollen. Für das Geld, dann können wir uns was zu essen. Oh, ein Holz. Oh, das ist teuer. Ich habe noch 30. Oh, das können wir uns nicht leisten. Verdammt. Okay, lassen wir das. So. Ich würde dann hier oben, glaube ich, anfangen, Gebäude zu bauen. Das ist doch ganz, ganz, ganz praktisch hier. Hier kommt auch keiner rauf oder rüber. Sehr gut. Das heißt, hier oben sind wir geschützt. So, das erste Häuslein wird Clay Dormitory, House for Two. Lass es doch sein, lass das, Mann. Pfui aus. Dormitory machen wir mal. So, und zwar vielleicht auch eher so. Nee, so machen wir das Ganze. Wie viele Betten sind drin? 4. Okay. Okay, finish. Okay, Clay Bricks, 11 Stück. 8 Fenster. Okay, dann können wir das mal einlagern für das Haus. Zack.
11 Clay Bricks. Da. 11 Stück. Zack. Wie viele Fenster? 8 von denen. Ja, das könnte schon knapp werden. Und was noch? So eine Tür. Red Clay Door. Und zweimal die Wanddinger. Okay, Red Clay Door. Zack. Und zweimal Clay Oil Lamp. Für an die Wand. Ich glaube schon. Zack. Feini, fein, fein. So. Gut, hier ist aufgeräumt worden. Das heißt, wir können jetzt hier eine Mine schlagen. Das wäre doch ganz nett hier. Zack, zack. Einmal Slicey Dicey. Welche Richtung? Ich glaube, ich nehme die Ecke hier. Ja. So. Sehr gut. Ja, ja, ja. Das gefällt mir. So, Mr. Herbalist, Sie können jetzt mal was zum Heilen bauen, würde ich sagen. Und zwar, ja, zweimal zwei Toniken. Okay, jawohl. Das macht Spaß. Es ist auch wieder... Also, die Wüste ist auch super niedlich. Also, ich meine, ich mag die Farben. Dieses sandige, pastellige ist echt voll mein Ding. Wir kriegen auch super viel Essen. Wir müssen mal den Schüsselmenschen bauen. Zack. Und möglichst viel Essen. Und wieder volle Power hier. Jawohl. Da wird schön gebaut. Oh, das macht Spaß. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich dieses Spiel eigentlich ziemlich doll liebe, ja. Und mich auch jedes Mal, wenn es mich zurückschlägt, mit dem nicht anständig bauen, ist mir egal. Ich mache weiter und weiter und weiter. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und irgendwann wird es perfekt sein. Und es wird alles gebaut werden, was man gebaut haben möchte. Ja, irgendwann wird es soweit sein. Wir sind schon echt lange dabei, ne? Also Stoneheart spielen wir jetzt schon echt lange. Offiziell nicht so lange, wie ich es inoffiziell spiele. Also, ich glaube, ich habe es gekauft. Da war es Alpha 3 oder 4. Und wir sind bei Alpha 15. Das ist eine Menge. Alter Vater. Aber gut. Es wird. Prima, prima. Ach Gott, dieses Spiel ist einfach so niedlich. Ich liebe es. Ich freue mich auch schon auf die nächste Fraktion. Es werden nämlich dann die Schneemenschen. Also die nicht Schneemenschen, sondern die Menschen, die in der Kälte leben. Also so mehr die Nordländer und so. Das wird auch cool. Oh ja. Als nächstes kommen erstmal im nächsten Bild die Archer rein. Also echte Bogenschützen. Das wird cool. Endlich Distanzschützen. Ist auch ganz gut. So. Wunderbar. Die können wir wieder abpflücken hier. Und die sind noch nicht nachgewachsen, nee. Pierkaktus. Oh, die kann man verschieben? Wie nice ist das denn? Daily Update. Oh, scheiße. Das hat nicht ganz geklappt, schade. Okay, das ist super cool. Dann würde ich die glatt mal hier mit hinten hinstellen. Drehen. Das ist ja sau cool. Mhm. Und den auch noch. So. Hihi. Trading-Karawane. Jawohl, ja. Was können wir verkaufen? Erstmal gar nichts irgendwie. Die würde ich ungern verkaufen. Ich glaube, da müssen wir noch warten bis zum nächsten Trader oder so, weil ziemlich viel Clay. Das ist gut, aber das brauchen wir auch alles. Leider gerade nichts. Potter Level 3. Wow, das klingt fix. So. Dementsprechend habe ich schon den Schüsselmenschen gebaut. Haben wir das gemacht? Was fehlt? Ach, ein Holz. Ja gut, dann müssen wir warten, bis das Haus zu Ende gebaut ist, damit das Scaffolding wieder abgebaut wird. Das kriegen wir hin. Alles kein Thema. Voll die krasse Kaktusdinger mit fetter Blüte oben drauf. Voll hübsch.
Die werden aber abgebaut, ja. Okay. Okay, okay. So, die warten auf Holz, ne? Oh, shit, okay. Hier muss ich Holz fällen gehen. Wow. Können wir hier mal angreifen? Hallo? Und du? Gehst mal nach Hause, dankeschön. Wo ist mein Footsman? Ich bin verwirrt. Wo ist er? Was ist da los? Ach, da ist er. Okay, gut. Alles gut. Alles gut. Alles kein Problem. Wir können auch dann direkt mal hier... können wir hier das Schild auch bauen? Beim Carpenter? Nee, ne? Ah, schade. Schade, schade. Hier gibt es kein Schild. Gut, dann müssen wir da noch warten. Das können wir wieder aufheben hier. Zack. Sehr schön. Gut gemacht, Leute. Gut gemacht. Gut gemacht. Okay. Holz. Ich, brauche dann auch hier mal eine Treppe. Ach, was denn jetzt schon wieder? Verarschen? Ist doch kein... Ist doch... Was ist denn hier los? Ah, direkt zum Goblin Camp, ey. Komm schon. Mach schneller. Gut, Footsman Level 1 ist schon mal gut. Fein, fein. Mach ihn fertig, die kleine Bratze. Dankeschön. Hier auch noch Loot von dem ersten? Nö. Aber Footsman muss dann definitiv mal angreifen gehen. Das kann so nämlich nicht. Move to location. Zack. So, was wollte ich tun? Ich wollte hier buddeln. Das machen wir jetzt noch eben. Ja, weiß ich doch. Dankeschön. Gut, mach fertig den Mist. Wunderbar. Oh, wir kriegen Holz. Das ist gut. Gut. Dann tun wir das hier mal... looten. Zack. Sie geht nach Hause zurück, denke ich mal. Wunderbar. Okay, wo war ich hier? Sachen abbauen. Seid ihr soweit? Könnt ihr das tun, bitte? Aha. Sehr freundlich. Lass mich weitermachen. Hallo? Please. Hopf und go. Bitte. Schläfst du? Das kann sein. Sie schläft. Oder er? Ich weiß gar nicht. Das sieht jetzt zielstrebig aus. Okay, ja, hast du gedacht? Falsch gedacht. Aha! Sehr nett. Mitte? Ah. Toll. Und so. Und fertig ist die Kiste. Wunderbar. Können wir hier oben fein bisschen Holz fällen. Zum Beispiel den da. Wir haben es noch nicht geschafft. Schade. Nächstes Mal bestimmt. Vielleicht. Vielleicht bestimmt. Wer weiß. Okay. So, wie viel Holz fehlt denn jetzt hier noch? Geht. Oh, oh. Oh, richtig viel zu essen. Das ist super. Oh, und das auch. Oh, ja. Das können wir auf jeden Fall verkaufen. Was können wir noch verkaufen? Eigentlich nichts. Vielleicht. Doch den. Und kaufen tun wir 160. Alter Vater, ey. 100 Gold für ein Schild. Das ist so teuer. Och Mann. Wir müssen Holz kaufen. Alles wird gut. Irgendwann. Gut, aber dann wissen wir für den nächsten Merchant, dass wir mal ein paar mehr hiervon machen. So,
Oh Gott, nein, du kostest Holz. Scheiße! Mist. Gut, dann hat sich das jetzt auf jeden Fall nicht gelohnt, gut zu wissen. Aber das Ding war ziemlich gut weggegangen. Das heißt, hier können wir mal 10 Stück von machen und die beim nächsten Händler verkaufen. Absolut. Wie schaut's hier aus? Die Betten können langsam mal reingesetzt werden, meine Freunde. Kommt ihr klar? Ja, ne? Sollte eigentlich. Ach ja, natürlich, du darfst wieder bauen. Farmer, Level Up. Erst Level 1? Das Vulture Dub. Das auch. Harvest. Das hier. So. Okay. Da fehlt nicht mehr viel. Das ist schön. Auch ernsthaft ist das Ganze. Naja. Hauptsache sie bauen. Der Rest ist mir egal. So, hier müssen nochmal Blümchen wieder abgepflückt werden. Ansonsten können wir das hier nochmal reinholen. Oder das mal reinholen. Gibt es ja nur einmal zum Abpflücken. So, aber ich würde sagen, das soll es mal gewesen sein für die erste Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und ich finde, das wird bestimmt ordentlich hübsch hier in der Wüste. Und ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.